Man muss sagen, die Leistungsdichte ist in der ersten auch und auch in der zweiten Liga extrem gestiegen. Also es gibt nicht mehr diese einfachen Spiele, die man gewinnt, so wie früher, sondern man kann bei jedem Spiel oder bei jedem Gegner auch verlieren. Das ist echt, echt krass. Das gibt es einfach nicht mehr. Du musst 100% geben, weil alle können irgendwie jetzt auch mal richtig gut Handball spielen und alle sind gut ausgebildet, die Trainer sind gut ausgebildet, alle haben Videoanalysten, alle haben Athletiktrainer und ja, das ist alles zusammengerückt und das ist natürlich auch gerade mal für den allgemeinen Handball-Fan natürlich super interessant, die Spiele zu gucken und es kann jeder Spieltag, gibt es meistens eine Überraschung mindestens und das ist schon toll für unsere Sportart.